Moin, moin. Mein Name ist Heinrich Löwe und, ach Mist, die Spinne ist ja wieder da. Hm. Ach ja, mit mir spielt auch die Mathilde. Hallo. Jetzt hab ich... Hallo. Hallo. Hast du mich jetzt gehört? Wunderbärchen. Warum liegen hier Stängel? Das weiß ich nicht. Hier so ein Haufen. Da habe ich keine Stängel, glaube ich, hingebaut. Weiß ich nicht. Ah, hier wurde was umgehauen. Kräftiges Unkraut. Ich glaube, das war dann die Mathilde, die vergessen hat, die Stängel mitzunehmen. Ich will es nicht abstreiten, kann durchaus sein. Ich liefere die nochmal. Dankeschön. Wo möchtest du sie hinhaben? Neben der Treppe? Wenn du magst, darfst du sie gerne schon nach oben bringen. Dann lass sie einfach unten liegen. Hier ist ein Tautropfen. Brauchst du einen? Ja, wo? Hier bei mir. Oh, klappt das jetzt schon wieder nicht? Ich sehe nämlich keinen. Ah, ja, dann... Ja, der hängt da auch irgendwie schön in der Luft. Gut, ich werde schon welche finden. Sonst werde ich kläglich verdursten und sterben. Geht schon wieder die Sonne unter oder auf? Auf. Korrekt, 7 Uhr. Perfekt. Schöne Aufnahme. Endlich mal klappt das mal so, wie man das sich vorstellt. Du hast einen Schädel, nutze ihn. Die Tür ist ein Spalt auf. Bin mal kurz AFK. Die Katze kriegt die Tür nicht auf. Oh, miau. Miau, im Hintergrund das arme Ding. Ja, Mau, hallo. Ja, Musch. Man muss dazu sagen, wir haben extra an der Tür etwas drum gemacht, damit sie nie ganz zufällt. Das ist ein Schal. Ja, ich wollte es jetzt nicht gesagt haben. Okay, es ist ein Schal. Aber es funktioniert. Die Tür geht nicht ganz zu. Und die Katze kann da ganz leicht durch. Wenn sie nicht gerade doof ist. Sie ist halt nicht die Klügste. Dafür ist sie süß. Und tollpatschig. Ja, das ist sie auch. Boah, hier fast 2 Ladungen lagen hier. Na gut. Oh, bist ja schon fast oben. Ja? Ich glaube, die Stängel reichen dann sogar hin, ne? Da kannst du in der Ecke dann noch so hier Geländer bauen, damit man nicht gegenfliegt. Ja, du, ich habe da schon ein Geländer vorbereitet. Ich brauche allerdings dafür noch Sprösslinge, 3 Stück. Beziehungsweise 6. Hier sind überhaupt keine. Ja, nee, ich muss ja hier Granit. Ich gehe erstmal in den Ameisenhügel. Wenn ich unterwegs was finde, finde ich was. Nebenbei brauche ich noch Saft, weil ich will mir noch 2 Fackeln bauen wieder. Weil ist kaputt. Kaputt! Genau, überlegen. Muss ja einfach nach Hause. Tja. Ah, hier ist Saft und dann müsste auch hier gleich der Arm. Ich glaube, den Ameisenhügel hatten wir sogar markiert. Ja. Auf irgendeine Art und Weise. Nur einer? Geiziger Saft. Wir haben da aber auch irgendwo einen Saftsammler installiert. Ja, der war aber woanders. Saftsammler. Hm. Okay. Aber jetzt bin ich, glaube ich, nicht da, wo ich hin wollte. Das ist ein Stück. Waren diese Scheißviecher. Auf das hier niemals vernünftige Physik eingeführt wird. Ja, dann ist vorbei, dann. Alles kaputt und auf. Hat Eule auch schon geschrieben. Ja. Wenn hier Physik ist, stürzt alles ein. Warte mal, da ist unsere Hütte. Ich weiter. Ach ja, und uns wurde auch noch verraten, natürlich von unserem Lieblingsvögelchen, dass es doch ein vierblättriges Kleeblatt gibt. Ich weiß jetzt nicht, wofür das gut ist, aber es ist bestimmt toll. Ja. Mal gucken, ob wir heute noch dazu kommen, das weiß ich halt nicht. Ich versuche gerade zu springen und Saft einzusammeln. Ach, hatte ich. Ich glaube, ich brauche nur 3 Saft für eine... Ach, ich brauche noch 2 grobe Seil. Das kriegt... Doch hier irgendwo... Ja, durstig. Oh, bist du durstig, kleiner Mann. Also, dann gehe ich kurz nach Hause, da gibt es auf jeden Fall was zu trinken. Da gibt es definitiv was zu trinken, ein Sprössling. Ja. Sehr schön. Ein Sprössling. Yay, Sprösslinge für Mathilde. Okay. Beziehungsweise für das Geländer, damit Heinrich da nicht runterrattert. So. Hier liegt überall Sprössling. Ja, hier bei mir gibt es eben nur Gras und trockenes Gras. Oh, jetzt geht die Katze wieder raus. Zu Katze. Erst Herz machen, damit sie reinkommt und dann ist sie drin und geht wieder raus. So, Katzenstyle. Yep. Kann schon fast auf den Picknicktisch gucken. Ach, ich habe sogar zu viel gesammelt. So, wollen wir ein bisschen Platz haben. Ich habe ja auch ganz schön gewütet, wenn man sich mal diese ganzen Grasstummelchen anschaut. Jo, wächst ja wieder nach. Ja, aber rein theoretisch ist zumindest diese Treppe an einem Punkt mit was Festem verbunden. Also theoretisch. So, hi Ameisen Bros. Wollt mal mit zu euch in die Höhle gucken. Na, brauchen wir noch Schleimmistzeug? Oh, ne Mann. Wer weiß, wann wir das nächste Mal tauchen gehen. Wow. Diese Treppe ist ganz schön lang, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und ich muss ja aufpassen, dass ich ja keine Kiesel mitnehme. Inzwischen immer. Da ganz fies. Hm, ganz schön frech. Ja. Freche Kiesel. Ja, sind aber sehr nett hier die Ameisen. Ja, du hast ja auch die Ameisenrüstung an. Oh, ich bin Ameisen, Bro. Theoretisch müssten wir uns auch mal hier Ameiseneier klauen. Den kann man auch noch was Schönes machen. Ich glaube, mit denen kann man dann Bömpchen bauen oder so. Ja, aber dann sind wir keine Bros mehr. Nee, dann sind wir keine Bros mehr. Dann kriegen wir auf die Fresse. Aber eigentlich müsste doch auch irgendwo hier eine Königin sein, oder? Eigentlich schon, ja. Hat die Ameisenkönigin auch irgendwie einen Thron oder ist das eher so wie bei Alien 2? Eigentlich eher wie bei Alien 2. Also die ist irgendwo festgespeichelt und kann sich nicht bewegen. Ach nee, war gar nicht festgekettet. Nö, nicht so festgespeichelt, aber die ist, glaube ich, tatsächlich so dick und fett, dass sie sich nicht bewegen kann. Anders als bei den Bienen. Die Bienenkönigin kann durch die Gegend fliegen, aber die Ameisenkönigin... So, wie Sie sehen, ist auf dem Tisch nichts. Egal! Ist auf dem Tisch? Noch nicht ganz, aber ich konnte schon draufluchsen. Ist doch was mit... Ach, das Quarz unter Wasser lassen wir unter Wasser. Aber auf jeden Fall müssen wir eigentlich nicht mehr den zweiten Tausammler bauen. Reiß ihn ab. Dann baue ich ihn fertig. Ja, irgendwann kommen wir hier bestimmt noch mal hin und vielleicht können wir ihn dann doch gebrauchen. Oh, Mutation, Kieselweißer. Ja. Haha, steck's fest, du bist festgepackt. Oh, voll. So, ich habe jetzt 60 Quarz. Und nochmal 10 Schleimstängel. Oh, hier sind die... nicht bewacht. Reicht es einfach, eins zu nehmen und die hassen mich, oder? Ich habe keine Ahnung. Weil ich weiß jetzt nicht den Ausgang. Oh, es geht noch tief. Hm, das ist natürlich doof. Weil die hängen ja auch in den Wänden irgendwie drin, die Ameisen. Sind irgendwie kaputt gebackt hier. Raus. Hier der Ausgang. Vor allem lag da nur ein Ameisen. Toll. Konntest du es mitnehmen? Ja, aber ich traue mich nicht. Erstens habe ich keinen Slot mehr frei und zweitens weiß ich nicht, wo der Ausgang ist. Das ist natürlich unpraktisch. Ja. Da hast du recht. Ah, hier geht's hoch. Hier liegt auch ein Ei. Ich traue mich, das nicht alleine zu machen. Da hassen sie mich und wollen mich töten und dann komme ich hier nicht mehr raus. Ja, das wäre blöd, da hast du recht. Wo Kriegerameise? Die Treppe ist übrigens soweit fertig. Ja, habe ich schon gecheckt. Oh, was ist das denn? Hm. Warte mal, was ist das denn? Da ist eine Lupe. Oh. Ich komme jetzt zu dir. Hier ist noch Stängel. Warum liegen hier noch Stängel? Ja, die kannst du noch mal mit hochnehmen. Also ein paar brauche ich noch. Also nicht Stängel, sondern hier Grasplatten. Stängel brauchst du jetzt nicht mehr. Da ist mein Saftsammler. Das ist der. Jo. Ah, ich dachte, das wäre auch irgendwie gebackter Müll, aber da ist nichts drin. Oh. Genau, wieder funktioniert. Dann bringe ich kurz die 3 Stängel nach Hause, weil wir werden es definitiv zu Hause brauchen. Okay. Schmeiß ich da einfach vor dem Stein, kann man immer hoch. Gut, dann esse ich hier den Läuse. Oder schmeißen einfach hier auf den Haufen. Ach, jetzt spielt die Katze mit den Bechern vom Kind. Also so Türmchenbecher. Nicht Essensbecher oder so. Muss gesagt sein. Ja. Da hast du recht, muss gesagt sein. Ja, wir spielen nebenbei in Real Life Sims. Haben uns fortgepflanzt. Ah, wollt man nicht noch mal ein Video von unserem Traumhaus machen? Oh, oh. Shit, das war bei Conan, ne? Oh. Aha. Du hast ja echt dran gearbeitet, ne? Ja, ich wollte eigentlich nur 1, 2 Runden spielen, bis halt die Sim-Mathilde schwanger wird. Und wir ein kleines Mädchen kriegen. Das Haus ist ja echt fertig, also. Hm. Die Frage ist jetzt, ob die Conan-Zuschauer überhaupt noch, jetzt hier das hier gucken und noch Interesse an dem Haus haben. Ja, aber vielleicht haben ja unsere Grounded-Zuschauer Lust an unserem Traumhaus. Boah. Oder müssen wir da ein Kanal-Special machen? Wir können auch ein Kanal-Special machen, so klar. Ein Kanalvideo, klar. Ein eigenes Video, meine ich dazu. Das können wir auch machen. Oh, 2000 haben wir das fertig. Hurra! So, dann kommen wir mit hoch. Ich habe von da oben übrigens auch was Spannendes entdeckt. Das könnte man sich nochmal anschauen, auch wenn da bestimmt noch nichts los ist. Also wenn das echt wäre, ne, würde ich echt kotzen. So viel Treppen und kein einziger Aufzug. Treppen. Brauche ich noch Sprössling? Ja, höher. Hier liegt hier noch ein Unkrautstängel. Den hast du ja gar nicht benutzt. Das hier habe ich nicht fertig gebaut. Hehe. Ja, aber sagen fertig. Hier ist auch gefährlich. Selbe Situation. Kommst du mit Speed hoch und dann. Musst du halt mal ein bisschen aufpassen. Boah. Ach, kann man von hier schön in den Garten. Ach, das ist ein Weg. Ja. Das sieht man jetzt erstmal, dass das ein Weg ist. Das macht doch Sinn, da hinten ist die Tür. Ja, klar. Und der Weg führt von der Veranda bis zum Schuppen. Ja, bloß hier auf so eine komische Grenze da, auf so. Da macht's weniger Sinn, aber ja, ich habe mir schon gedacht, dass diesen Steinhaufen, ja, erstmal, oder ja, sind da 2, 3 Steine zu viel und da kommt ja noch so ein höherer Stein, oder ist eine Stufe sein Stein. Das ist eine Stufe, das ist eine. Wobei Stufe. Der eine Stein müsste da auch weg, da könnte man stolpern. Der wirkt so ein bisschen dahin geworfen. Was mich interessieren würde, wäre der Grill, ob man auf zum Grill hoch. Also beim Grill an den Füßen war ich ja tatsächlich schon. Also ja, da kommt man hin, aber da ist noch nichts, weil das ist auch noch under construction. Das ist auch ein weiter Weg für Stängel, ne? Oh, ja. Dann müssen wir eine Treppe erstmal zu dem Stein, dann eine Treppe zu dem anderen Stein. Nee, tatsächlich müssen wir da nichts... kannst du da diesen einen großen Stein sehen, da bei dem... der da so mehr oder weniger geradezu... Und dazwischen nehmen, da kommt man hoch, da wo es braun ist. Kommt man da über den Stegenstein da auch hoch? Ah. Ja. Ja. Hm. Also man kommt tatsächlich bis zum Grill, ohne was zu bauen. Aber da ist nichts. Da ist nur Gras. Aber vielleicht ist was auf dem Grill? Ich glaube jetzt noch nicht, da kommt bestimmt noch was. Ein Wiener Würstchen. Ja, Tisch fertig und eigentlich müsste jeder Mensch hier sehen, dass hier eine Treppe hoch ist. Ja, und zwar, was ich dir noch zeigen wollte, Gasland. Zwar, wenn man hier runter guckt, dieser Baumstumpf und da ist auch noch eine Sandkiste. Dazu gewachsene. Oh, Sandkiste. Ja, und da bei diesem Baumstumpf, da ist eine Lupe. Das da möchte ich mir anschauen. Bin ich dabei. Einen Sandkasten will ich auch sehen. Da drin ein Baby spielt? Der ist ziemlich zugewachsen, also... Dann ist das Kind bestimmt erwachsen, oder wie sind die Kinder? Da ist bestimmt nur Katzenpo drin. Ich weiß jetzt, ich habe die Story nicht mehr im Kopf. Aber... Die... Von Liebling, ich habe Nein, die Kinder gespielt. Wir haben ja ab und zu irgendwelche Informationshäppchen gekriegt. Weil ich weiß nicht, ob wir die Kinder sind, Nachbarskinder oder irgendwas. Don't even need to boil it. Ach Mist. Na, ich hab noch Pilz. Better than starving, I think. Oh, die ganzen Hautropfen, dann sammle ich das mal gleich wieder auf. Und den sehe ich sogar auch. So, ob man unter der Lupe was wegbrennen kann? Oder Ameisen? Also ich habe vorhin tatsächlich so einen Brennstrahl gesehen. Kann man vielleicht dann später... Kannst du da durchgucken und kannst du mir sagen, ob ich dann größer, vergrößert bin? Ja, ich arbeite da. Dieser Kölle! Brauche eine Kettensäge und einen Flammenwerfer. Alter Klee. Alter, wächst sogar hier. Oh, ich hasse dich. Nee, du bist nicht vergrößert. Oh, schade. Du siehst aus wie immer. Schade. Schade. Kann man sich hier eine Schmiede bauen, ne? Und da Eisenbrocken sammeln und dann wird das geschmolzen? Was mich aber eher noch interessiert, ist dieser Baumstumpf. Ja, der sieht spannend aus. Oh nein, ich fall runter. Oh, fuck. Kommt man bei dir da hoch, wo du hochrennst? Bis jetzt ja. Ah! Aua. Das letzte Stückchen hat nicht geklappt. Ja, der ist hier zu schräg, das letzte Stückchen. Aua auch. Alter, der hat mich richtig aua gemacht. Gut, dann trinke ich mal einen Smoothie, die müssen auch mal weg. Ah, ist schon abgelaufen. Die habe ich jetzt schon vor echt Ewigkeiten gemacht. Aber das scheint tatsächlich der einzige Weg da hoch zu sein. Weil oh, warte mal, hier ist ein Loch, da kann ich reinluchsen. Kann ich rein? Da ist einfach nur... Trockenes Gras. Und... Oh, hier ist ein Loch. Hier bei mir. Ein Loch. Na, ob da eine Spinne ist, Endgegner? Jetzt noch nicht, aber vielleicht später. Hier kommt bestimmt noch irgendwas Cooles rein. Denkt dran, dass das hier immer noch das Gebiet under construction. Ja, ja. Aber wenn hier nichts ist, wäre das eigentlich ein geiler Ort für eine Basis. Und so voll die natürliche Festung. Du brauchst du keine Mauern eigentlich. Kannst du so alles aufstellen. Brauchst hin ja. Nur eine Tür. Oder kannst ja, du voll gut. Kannst hier noch so einen richtigen Ton, so eine Mauer machen mit Türmchen und so. So ein Tor und so, ja, ja. Tür kann ja jeder. So. Na, das ist auch schlecht zum Sandkasten da. Da bin ich halt gerade auf dem Weg. Bevor die Sonne untergeht. Hoffentlich schafft man es doch im Tageslicht. Ist ja gleich da vorne. Das ist nicht mal ein Meter. Ja, ja. Aha. Aber wir sind sehr klein. Uff. Punkt, Punkt, Lauf. Oh. Stimmt, da kommt man ja nicht so. Nee. Ich lauf mal rechts, du links und wer zuerst einen Eingang hat, der schreit. Ja, ich setze meine Gasmaske auf. Oh, ich... Unendlichkeit an Mauer. Hm. Eigentlich müssten doch die Holzrillen so grob sein, dass man da hochklettern kann. Vergrößert. So klettern mit E. Ja, ich habe bisher nichts gesehen. Ich auch nicht. Aber wenn ich hier mal reinluchse, sieht alles tutti aus. Ich komme da kein... Nee. Nee, da müsste man wieder was hochbauen. Oh, hier ist ein Regenrohr. Hm? Na, Mann. Ja, das sollte ja eigentlich schnell gemacht sein. Wir haben ja noch Stängel übrig gehabt auf der anderen Seite, ne? Ach schade, zum Regenrohr komme ich noch nicht. Na, das Problem ist, wir brauchen ja dann auch Stängel, um wieder runterzubauen. Hm. Stimmt, nicht, dass wir dann da irgendwie oben in der Sandkiste sind und nicht mehr rauskommen. Ja, und haben nur Grashalme und dann kommen wir nicht weiter. Vielleicht in der Sandkiste gibt es dann vielleicht andere Viecher, keine Ahnung. Sand, ja, genau. So wie bei Dune. Tremors oder ein bisschen größer wie bei Dune, so. Ja, oh, da brauche ich eine Gasmaske. Nee, habe ich keine Lust. Achso, ich dachte, du gehst da einmal um die Sandkiste rum und ich hab da hinten gesehen, da geht's lang und schmutzig, alles gerade. Da würde ich eher vorschlagen, dass wir hochbauen. Ja. Das heißt, ich begebe mich wieder auf Stängelsuche. Du bist wieder Stängelmann? Ja. Du hast zwar schon welche. Also Gras gibt's ja hier en masse. Gras gibt's hier en masse, ja. Wobei ich auch was zu essen bräuchte. Warte, hier rennt gerade eine Blattlaus rum. Ja, die muss gebraten werden. Die kann ich jetzt so nicht essen. Geil, die ist runtergefallen und... Ja, wenn du sowieso hier da zu unserem Ding da läufst zum Tisch, um was zu holen, dann kannst du doch die Blattlaus von mir mitnehmen und da auf den Grill hauen. Bin schon weg. Bin schon längst unterwegs. Okay. Denn er halt nicht. Ist ja alles gasig. Gasmaske. Ja, ich baue auf jeden Fall ab einer Stelle hoch, wo es nicht so gasig ist. Ja. My mom always says I light up a room. Eine grüne Milbe ist ja eklig. Könnt ihr euch töten, Ameise. Die ist verseucht. Grüne Milben sind verseuchte Milben. Ah, wobei hier ist gerade eigentlich ganz gut. So, siehst du, hab's schon eine Maus gefunden. Laus. That should keep me safe. Ach, ich muss das ganze Quarz nach Hause bringen. Ich hab keinen Bock, diese Scheiße mit rumzuschleppen. So ein bisschen Quarz kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen, weil ich jetzt hier wieder so viel Gras hacke. Ja, dann lasse ich nochmal 10 in mein Täschchen. In deinem Täschchen. Genau. Cool wäre echt noch so eine Ameise, die mit mir reiten, auf der ich reiten kann. Ja, das wäre echt cool. Heißlauf, liebe Grounded-Entwickler, mach doch mal Reit. Ja, genau, die gucken unsere Videos. Ja, Mann, wir sind voll die fetten Influencer. Genau, mach mal, was sie sagen. Schreibe eine schlechte Bewertung bei Steam. So 100 Stunden gespielt und dann so, oh, ist ein doofes Spiel. Kann ich nicht empfehlen. Habe ich auch selber nie gespielt. Nee, nettes Spiel am Anfang, aber hält nicht lange vor die Spielfreude. Also 100 Spielstunden. Ja, also diese Kritik hin und her, aber es gibt manchmal Leute, die schreiben da wirklich, Spiel ist schlecht oder so, aber haben echt 100 oder noch mehr Stunden. Also ich glaube, bei Total War habe ich mal eingesehen, also echt, der hatte, ich will nicht 1000 sagen, aber mehrere hunderte Stunden gespielt. Man hat aber in seinem Review geschrieben, dass es ein scheiß Spiel ist. Also wenn das Spiel scheiße ist, dann spiele ich es nicht 100 Stunden. Nein. Im Gegenteil, dann gebe ich es nochmal bei Steam zurück nach einer Stunde oder so. Ich glaube, 2 Stunden darfst du ja maximal spielen und zurückgeben. Oh, da ist Unkraut. Habe ich auch schon ein, 2 Mal machen müssen. Weil manchmal versprechen die Spiele doch was anderes, als sie dann sind. Oh. Habe ich schön lecker gegessen. Pilzchen hinterher, damit ich richtig schön satt bin. Unkraut. Feld. Nee, Unkraut braucht man nicht. Was braucht man nochmal? Unkraut. Stängel, ja. Ist schon was vorm Haus? Nein. Nichts nachgewachsen. So, jetzt muss ich nur die Stelle wiederfinden, wo ich angefangen habe zu bauen. Aber da, wo Unkraut ist, müsste ja eigentlich immer was sein, ne? Hm. Hm, Unkraut ist trockenes Gras, Mann. Also ich habe zumindest schon mal 8 Stück. Also da sind auch noch mehr, aber ich kann nicht mehr als 8 tragen, so. Hast du im Gasland was gesehen? Ja, das war jetzt so am Rande vom Gasland tatsächlich. Ich hoffe, dass ich die Stelle jetzt nochmal wiederfinde, wo ich gerade war, weil da lag zumindest noch ein Unkrautstängel. Schön. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, warum es hier so gasig ist. Hier sind irgendwie so Leitungen offen. Könnten Gasleitungen sein. Nee, ich glaube, da ist sogar so eine Gasflasche oder sowas. Für Unkraut hat man, glaube ich, von oben gesehen. Ja. Das mache ich auch vor der Haustür. Ja. Total. Ach, da ist noch mehr Unkraut. Perfekt. Ja, ich habe hier auch 3 Löwenzahn auf einen Haufen, aber wenn ich einmal weglaufe, weiß ich nicht, ob ich die wiederfinde. Hm. Wo bin ich schon auf der... Kann ich da markieren? Aber am Anfang vom Mathilde hin. Ja, Plüsch, komm her. Ja. Ich brauche leider gerade beide Hände. Ich kann dich gerade nicht so gut streicheln. Tut mir leid, aber roll dich auf Mathildes Schoß zusammen. Ja, miau. Naja, die braucht Aufmerksamkeit. Plüschtichen. So. Ach, hier wird's klar. Feeling a little safer now. Du bist direkt gerade am Sandkasten? Oh. Ja. Alter, guckt er mich an und ist dann schon rot. Will ich echt durchs Gasland gehen? Du kommst doch außen rum. Ja, jetzt laufe ich durch. Problem ist, durch diese Stängel sehe ich rechts nichts. Wenn ich von rechts angegriffen werde, ist doof. Stein. Hm. Nicht klug, nachts durch Gasland zu laufen. Hm. Wenn du was sagst, dann stimmt das bestimmt. Weg, Ameise. Geronimo! Oh, das hat geklappt. Fickt euch, ihr Arschlöcher. Und bin aus Gasland raus. That should keep me safe. Safer. Gasland? Ich bin mal gespannt, wie weit du jetzt bist. Ich habe gleich die 4. Treppe fertig. Ja, wir müssen bloß dran denken, wie gesagt, die andere Seite an. Oh, hier Haufen Stängelchen hast du. Ja, ja, ich habe schon 2 Unkrautstängel umgenietet, du. Ja, ich komme gleich nochmal mit einer Lieferung. Dauert zwar ein bisschen. Das sollte länger, reichen. Ja, wie gesagt, andere Seite, ne? Müssen wir auch noch. Ja, ja. Kann man dann von oben rückwärts bauen? Haben wir das schon mal gemacht? Nee, ne? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Hoffen wir es mal so. Bevor die Sonne aufgeht und die Tautropfen wechseln, gönne ich mir noch mal schnell ein. I feel a little less squishy now. Ihm bist du hässlich. Ach, du platzt ja. Ah. Hast mich auch erwischt, du Kackvieh. Kann ich eine Gedärme einsammeln? Zack, das. Water filtration tablets needed. Darauf erstmal ein Smooth. Ah, hier sind. Nee. Zaun. Doch, das war Unkrautstängel. Zwar nicht die, die ich gesucht habe. Unkraut ist Unkraut. Oh, nehme ich mit. Oh, ich bin schon fast oben. Hm? Boah, das halt hier total wegen der Gasmaske. Die Geräusche sind voll hallig. Oh. Hat mich denn nicht gesehen. Ich will doch nur diese Stängel haben. Sind alle. Achso, ich kann nur 7 tragen, weil ich Gasmaske. Genau. Ah, scheiße. Uiuiui. Ui, ui. Was ist mit Hui? Also oben bin ich schon mal. Das geht dann nochmal gut runter, du. Ah, ich bin gleich da. Ich will auch gucken. Und ich glaube, das Runterbauen klappt nicht ganz so gut. kann. Ah, doch, warte, hier kann ich was anbiegen. Oder soll ich dir gleich ein bisschen Stängel und, Das ist tatsächlich eine Idee. Scheiße! Ich bin reingefallen. Also Gras ist hier eine ganze Menge. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob das trockenes Gras ist. Mir ist alles trockenes Gras, also müsstest mir tatsächlich das hier reinwerfen. Ja, und das ab sehen wir in der nächsten Folge. Ja, würde ich sagen. Aber du kannst ja diese... Na, die Dinger kannst du eigentlich auch abreißen. Ja? Ja. Gut, dann mit den Aussichten verlassen wir euch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bleibt gesund.